holen werde. Alright, let's base this budgie. Los jetzt! Finger auf! Alle um! Yeah, but she sits there and lets him kick the crap out of her. Annoyed. Petrovsky stirbt sofort. Yeah, Petrovsky's probably not going to make it out of this one, guys. I've been trying to back Arya up throughout this playthrough. Don't know if I have or not, really. Nairine Kandros war eine gute Soldatin. Eine Schande, dass sie für ihren Ehrgeiz sterben musste. Sie sind ein toter Mann. Nein, halt! She fell for the exact same trick in the comic. Was jetzt, Petrovsky? Teile und herrsche, Commander. Exact same trick. Die drei Adjutanten getötet, deren Experimente nicht abgeschlossen waren. Diese stehen voll unter unserer Kontrolle. Die Prototypen unserer künftigen Armee. But why do you want them as an army? What purpose does it serve? Okay, free Arya. Ow. Just going. Ow! Fuck my old boots. Arya's slowly dying. hopefully I can get these done right. Shit! Okay, this should free her. Oh yeah, now they go down easy. They are pretty horrifying, I've got to be honest. This is supposed to be a like a three-way fight here, but as you can see, they're just focusing on me. I won't even bother trying to charge my shields then. It looks like Arya's getting her ass kicked. I might try and help you out there. Sweet. Shields. Yum nom 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 nom! Wait, she got away? Yeah, stay dead. I think Arya... Oh no, she didn't quite finish that guy off. So they've got like the brute strength of... At least he gives up. But he's like, this whole chess master thing. He's not a chess master. There've been chess masters. Harbinger was a pretty damn good one. Feuer einstellen. Keine Kämpfe mehr. Es ist vorbei. Commander Shepard, ich begebe mich in Ihren Gewahrsam. So was Lächerliches habe ich noch nie gehört. Biotic Backslash. Ich bin unbewaffnet und ich habe Informationen über den Unbekannten für die Allianz. Sie würden alles sagen, um Ihre Haut zu retten. Aber ich ließ Sie von Omega fliehen. Ich verdiene
Gnade! Ist das wahr, Arya? Ja, inzwischen hält er es sicher für den größten Fehler seines Lebens. Aber das ist Mord! Korrekt. Kaltblütiger Mord. Genau das, was ich verdiene. Oh nein, noch nicht. Sie kriegen keinen schnellen Tod. Ja. Oh. And there's the dog, because we can't have an episode without the frickin' dog. Swear to God. Swear to God. Swear to me! Machen Sie hier sauber. Shepard, ich hätte nie gedacht, dass eine Partnerin was Schönes ist. Oh dear. Danke für Ihre... I apologize. Diesen Mann zu töten war eine tiefe Befriedigung. Und dank Ihnen gehört Omega wieder right, mir. Hold on a second. Okay, apologies there. We were just saying we should put a Scooby counter on our videos for every time the dog does something. His dad's come home, so he was really, really happy. That's what that was. But yeah, I've never seen that. I knew there was a different interaction if you back Arya up. And she kisses you. Wie geht's okay. weiter mit dem Wiederaufbau? Angefangen mit diesem Kontrollzentrum. Es dauert sicher eine Weile, den Gestank des Generals aus meinem Thron rauszukriegen. Ich frage mich, ob ich das Pole-Dancing hier drin je wieder genießen kann. Und Sie vergessen unsere Abmachung nicht. Ich bezahle meine Schulden. Sie bekommen alles. Truppen, Schiffe und das E-Zero. Dann gehe ich jetzt. Bray bringt sie zurück. Ich muss eine Station auf Vordermann bringen. Bloody dog. Bürger von okay. Omega, hören Sie zu. Ich, Arya Tilok, habe Ihnen Ihr Leben zurückgegeben. Ich herrsche wieder. Meine Hand liegt wieder auf dem Steuerknüppel. Und ich lasse nicht mehr los. Jeder von Ihnen schuldet mir etwas. Treiben Sie die letzten Cerberus-Eindringlinge zusammen und... Und wir werden Rache nehmen. Sie sollen zittern. Sie sollen bluten. Unser Leben wird hart sein. Aber oh, look, it's a crowd scene. Der Preis für die Freiheit. Don't get used to them. Und die kann nur ich gewährleisten. Hören Sie zu. Ich werde Omega uneinnehmbar machen. Niemand soll mehr mein Reich bedrohen. Von heute an gibt es für die Galaxie eine unverrückbare Wahrheit. Legt euch nicht mit Omega an. Kriegen Sie immer die Drecksmissionen, Bray? Diesmal nicht. Immerhin geht's um die Galaxie. Wir bringen sie von hier weg. Bray really needed more screen time. He could have been the third squad, mate. No, look, that Turian's using the same animation the Scion did with Kelly Chambers in Mass Effect 2. Okay, so we finished Omega, with a little help from Scooby there. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Uh-huh. And that's it. And here we are, back in Purgatory. Die Galaxie kann uns wohl nicht trennen. Seit wir Omega zurückerobert haben, konsolidiere ich meine Kriegsressourcen. Das ist von hier aus ein wenig einfacher.
Darum muss ich leider vorübergehend ganz primitiv auf der Citadel wohnen. Blue Suns, Bloodpack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben Sie etwas auf dem Herzen? Wie läuft der Wiederaufbau von Omega? Die erste Regel im Geschäftsleben lautet, den Markt zu stützen. Niemand will eine weitere Invasion. Also halten alle tapfer durch. Sie haben auch keine Wahl. Und wieder bin ich Omega. And that's all she has to say about that. Wir reden später. Ganz sicher. Okay, so let's go see Miranda. Miranda, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Geht es um Ihre Schwester? Shepard, ich brauche Zugriff auf Allianzressourcen. Mehr kann ich nicht sagen. Vertrauen Sie mir. Ich mag keine Geheimnisse. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Ich kann nicht. Falls das ein Problem ist, gehe ich. Nein. Aber Vertrauen ist im Moment Mangelware. Natürlich. Sie bekommen Ihren Zugriff, Miranda. Aber das klingt ja gar nicht gut. Ich weiß. Und danke. Es ist sehr wichtig. Aber das ist nicht alles, worüber Sie reden wollten, oder? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Eher gestehen. Es hat ziemlich an mir genagt. Gestehen? Als ich das Lazarus-Projekt geleitet habe, wollte ich Ihnen zur Sicherheit einen Kontrollchip einbauen. I'm gonna kill you. Das haben Sie bereits erwähnt. Das war aber nicht alles. Der Unbekannte hat es verhindert. Aus heutiger Sicht hätte es ihm viel Ärger erspart. Mag sein. Aber er wollte ihr wahres Ich nicht verändern. Er wollte keine Maschine, die nur Befehle befolgt. Er wollte Commander Shepard. Der Chip hätte ihr Ich vernichten können. Ich verstehe Ihre Beweggründe. Sie kannten mich ja gar nicht. Ich hatte vorher noch nie mit so vielen Blackboxes zu tun. Ich fühlte mich blind. Warum erwähnen Sie das jetzt? Ich habe gegen die Kontrolle meines Vaters über mein Leben gekämpft. Denn die wollte er, bis hin zu meiner verdammten DNA. Als ich entkommen war, habe ich mein Leben riskiert, um meiner Schwester zu ersparen, dass es ihr genauso ergeht. Aber ich habe nicht gezögert, ihren freien Willen zu zerstören, als ich es konnte. Und das hat sie so beschäftigt? Ja. Ich habe 2 Jahre meines Lebens verloren. Sie haben mir den Rest zurückgegeben. Sie hätten mich auf unzählige Arten verändern können. Haben sie aber nicht. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich zurückgebracht. Danke. Aber ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich den Plan mit dem Chip immer bereut habe. Sie müssen über die Vergangenheit hinwegkommen. Mach ich sonst auch, aber das war wichtig. Manches hat man eben nicht unter Kontrolle. Da hilft mir meine tolle Genetik auch nicht. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda? Was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich habe immer einen Plan. I've never gotten her killed in this game. I've gotten her killed in Mass Effect 2 several times. Before I realized how it worked. Yeah. Commander Shepard, schön Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf 4 Gersysteme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Geth. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Apologies for the late introduction there. I hit record and it didn't start recording and I panicked and hit it again and then it started recording and then it cancelled the recording. Good going, Shadowplay. Ihre Heimatwelt? Sie meinen Runoch? Genau, Commander. Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die Geth, verloren.
nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Cox. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Really should get a little Scooby counter. Doch, es war Mord. Commander, die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Dass sie dadurch korrigieren wollten, dass sie sie umbringen. Yeah, you all look at the floor. Ach, würden wir zugeben, dass wir im Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Sie greifen die Geth an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Geth schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Geth-Schiffe ging. Ach, die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Geths deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben, und hat eine starke Verteidigung. Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere das Befehlssignal der Reaper. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen. Und wenn die verwirrt sind, fliegen sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut. Unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können? Wir bringen Sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Tali Zora was Normandy meldet sich zum Dienst. Gut, dass Sie kommen konnten, Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiffaktion zusammen. Danke, Commander. Admiral? Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Wait a minute, that sounds exactly like the... Das sind sie. ...American Dove. Es freut mich, dass Sie hier sind. I'm gonna have to go check that out right now. Her name is Mia Deco. There we go. That took about 20 minutes to find the cast page there. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Ich dachte, Sie unterstützen die Invasion. Nein, nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Und warum helfen Sie ihnen dann? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Ich hole Ihre Leute sicher hier raus, Tali. Danke, Shepard. Und nur damit Sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell bleiben. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Natürlich. Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Okay, so we are straight away going to... Did I just get Renegade? Commander? Straight away, we're going to go and call her up to our cabin. I think we can do that straight away. Because we've got about 10 minutes left in the episode, give or take. Just alt-tabbing out and seeing the cast and going, I know you from stuff. Mann, diese quarianischen Admirals schüchtern einen ganz schön ein. Und wenn du nervös wirst, kannst du sie dir nicht mal nackt vorstellen. Hackelmonster. Ja, genau. Commander? Wie geht's dem Schiff, Edi? Ich aktualisiere die Cyberkrieganlage mit unserer Reaper FFS. Sie müsste den Reaper-Code exakt wiedergeben. Hallo, Shepard. Hallo! So, are all the admirals in the war room now? If they are, that could be quite nice. And there's the dog again. Mein früherer Sergeant hat erzählt, dass Cerberus am Anfang ein Sonderkommando der Allianz war. Sonderkommandos sind nie ganz astrein. Wenn man sein Handeln leugnen muss, war die ganze Aktion von vornherein nichts wert. I'm not gonna comment on that. God damn dog. So they are all in here. Shepard, die Flotte steht unter schwerem Beschuss. Wir müssen das Schlachtschiff ausschalten.
Erzählen Sie mehr über Ihre Patrouillenflotte. In Friedenszeiten war die Patrouillenflotte für Navigation, innere Sicherheit und die Schlichtung von Konflikten zwischen Schiffen zuständig. Jetzt decken wir mit unseren leichten Fregatten und Jägern hauptsächlich die Flanken der schweren Flotte. Erzählen Sie mir von der Zivilflotte. Das sind unsere Zivil-, Sanitäts- und Lebensschiffe. Admiral Corris koordiniert sie, aber die Captains der einzelnen Schiffe haben nach wie vor Befehlsgewalt. In Friedenszeiten haben sie den Hauptteil unserer Flotte ausgemacht. Heute würde unsere militärische Stärke sogar die Turianer ins Grübeln bringen. Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der quarianischen Flottille für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Sie haben sie zu Schlachtschiffen umgebaut. Das ist eine Verletzung des Abkommens von Pharixen. Die Lebensschiffe haben zwar eine Feuerkraft wie ein Schlachtschiff, aber ihr primärer Zweck ist nach wie vor die Nahrungsproduktion. Glauben Sie, den Rat interessieren solche Details? Falls nötig, werde ich mich nach Ende dieses Krieges dafür entschuldigen. Und bis dahin bringen Sie Ihre Zivilisten in Gefahr. Nicht leichtfertig, Commander. Wir halten sie von der Front fern, aber wir werden alles tun, um zu siegen. Q-Ships are always wrong. Regardless of anything else. Was können Sie mir über Admiral Garrels schwere Flotte sagen? Sie war vor dem Krieg unsere militärische Hauptstreitmacht und bestand aus allen quarianischen Schiffen, die für längere Kämpfe ausgerüstet waren. Mit den turianischen Streitkräften ist sie natürlich nicht vergleichbar, aber wir haben immerhin einige schwere Fregatten und moderne Jägerstaffeln. Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der Quarianer. Sie haben sie zur Schlacht. Die Lebensschiffe haben... Glauben Sie, den Rat interessiert? Falls nötig, werde ich mich nach... Und bis dahin... Nicht leichtfertig, Commander. Wir halten sie vor der Front fern. Welche Flotte kommandiert Admiral Zen? Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte. Nur einige Forschungsschiffe. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. I swear to God, I need to stop being distracted by stuff. Sie können zurück an die Arbeit. Probably added about 20 minutes onto Danke, the Commander. Length of the LP just from fucking about. Is there any other generals, or have we just got Charleron? Just got Charleron. Dieses Schlachtschiff zersägt unsere Flotte. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie es angreifen wollen. Was ist mit Legion? Er kehrte ins Gebiet der Geth zurück, nachdem Sie sich der Allianz gestellt hatten. Und dann haben Sie ihn nicht mehr gesehen? Legion und ich haben ein paar Mails gewechselt. Ich hatte gehofft, wir könnten Verhandlungen aufnehmen. Aber ich wurde mit 3-2 überstimmt. Admiral Corris glaubte als einziger, dass es funktionieren könnte. Wissen Sie, wo Legion jetzt ist? Nein. In seiner letzten Nachricht hat er mir mitgeteilt, dass die Geth Probleme hätten, einen Konsens zu finden. Und seitdem nichts? Vielleicht kämpfte er gegen die Übernahme durch die Reaper. Oder er wollte dem Feind keine Informationen geben. Ich hätte ihn vor der Invasion warnen können. Ich hab's nicht getan. Sie hätten dadurch ihr eigenes Volk hintergangen. Ich wollte nie ein Admiral sein. Wie ist es, wieder in der Flotte zu sein? Im Moment ist es sehr anstrengend. Ich bin Admiral und stehe mitten im Krieg. Ich will nur, dass wir das hier lebend überstehen. Alles andere kann warten. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich Ihre Hilfe gebrauchen. Nein, Shepard. Wenn wir das hier überleben, haben wir eine Heimatwelt. Mein Volk braucht mich. Sie könnten Ihrer Heimatwelt helfen, indem Sie die Reaper bekämpfen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, so weit denke ich noch nicht voraus. Wie hat der Krieg gegen die Geth eigentlich angefangen? Admiral Zen hat eine Gegenmaßnahme gegen die aktiven Scans der Geth entwickelt. Sie ähnelt einer Blendgranate und hat die Geth-Schiffe im Kampf sehr effektiv außer Gefecht gesetzt. Meine Flotte musste die Gelegenheit nutzen und griff an. Könnten wir damit auch die Reaper bekämpfen? Es funktioniert nur gegen die Geth. Leider. Ihre KI ermöglicht den Einsatz extrem detaillierter Laser-Pings. Sens Gegenmaßnahme überschüttet sie mit Datenmüll.
Und jetzt ist sie nutzlos, weil die Reaper ihre Rechenleistung erhöht haben. Wir reden später, Tali. Für ein privates Gespräch können Sie mich in Ihre Kabine rufen. That's what I wanted. And I'm guessing we're gonna end it here. Tali, wenn Sie raufkommen möchten? Ich bin gleich da. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht freisprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Sie tun ihr Möglichstes. Falls die Flotte scheitert, dann nicht ihretwegen. Ich habe meinem Vater geholfen. Und Zens Pläne? Die neue Tech für die ach so wunderbare Invasion basiert auf der Arbeit meines Vaters. Wenn sie wegen mir sterben. Und ich... Wir holen Sie sicher da raus, Tali. Ohne Sie könnte ich das nicht, Shepard. Ich blöffe doch nur und versuche, dass alle glauben, dass die Admiralstochter weiß, was sie tut. Nicht die Admiralstochter, der Admiral. Ich weiß. Jetzt kann ich wenigstens die schlimmsten Ideen kontern. Darum habe ich den Posten angenommen. Und wegen ihm. Mir? Als ich das Angebot bekam, habe ich mich gefragt, was Sie tun würden. Sie würden die Chance nutzen, etwas zu verbessern. Das klingt wahrscheinlich dumm, aber ich kann so etwas nicht besonders gut. Alles in Ordnung, Tali. Und danke. Ich muss zurück, bevor die Admirals wieder Probleme kriegen. Wir reden später weiter. Okay, I think we're gonna call it, because obviously we've got to do the run on the Dreadnought. So, thanks for watching. And I'll see you cool cats on the flip-flop.